Wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken im Matthäusevangelium, dann fangen wir meistens im zweiten Kapitel an. Aber alles, muss man sagen, steht unter einer Überschrift, die bei Matthäus 1, Vers 1 steht. Und diese Überschrift für das ganze Evangelium, für unser ganzes Verständnis von Jesus, heißt Jesus, der Messias, der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Und das ist die erste Information, die wir im Neuen Testament bekommen. Eine Information im Neuen Testament, die auf die Familie hin zeigt. Die Familie von Jesus. Und das ist jetzt so, dass alles dieser Familieninformation folgt. Das ist die Überschrift sozusagen. Und damit wissen wir, dass Jesus ganz und gar jüdisch ist. Seine ganze Familie ist jüdisch. Das ist die erste Information, die wir aus dem Neuen Testament bekommen. Und das heißt, nicht nur Jesus ist jüdisch, seine Jünger sind jüdisch. Und sie hören mit jüdischen Ohren. Sie hören mit jüdischen Ohren die Familie, ihre Familiengeschichte von Jesus sozusagen. Und sie merken dabei und hören, Jesus ist ganz und gar mit Israel verbunden. Jesus ist verbunden mit Abraham, mit David. Jesus ist verbunden mit den Bünden, die Gott an Abraham gibt. Jesus ist verbunden mit allen Zusagen, die Gott den Juden gegeben hat. Jesus ist verbunden mit der Königsherrschaft von David. Also ganz und gar ein jüdisches Ambiente. Und es ist sozusagen, was wir jetzt erleben im Folgenden, auch die Weihnachtsgeschichte, eine jüdische Familiengeschichte. Ein jüdisches Kind wird geboren, eine jüdische Familiengeschichte. Und mehr noch, wir erfahren und wissen, dass dieser Messias auch messianische Taten tut. Und das wird beschrieben so wunderbar bei Jesaja im 29. Kapitel. Der Prophet, der jüdische Prophet Jesaja, sagt, was der Messias tun wird, was seine Taten sein werden. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Tote werden auferstehen, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist genau das, was Lukas aufnimmt im 7. Kapitel. Und das geht weiter. Paulus, ein guter Jude, im Römerbrief, im 10. Kapitel sagt er, und der Messias ist das Ziel der Tora. Warum ist die Tora gegeben? Damit die Menschen, die Juden und damit alle Menschen werden wie Gott. Und Gott sozusagen seine Wege den Menschen offenbart. Und was heißt werden wie Gott? Demütig sein, leidvoll sein, sanftmütig, gerecht, barmherzig, herzensrein, friedfertig. Das sind alles Dinge, die wir aus der Bergpredigt wissen. Jesus hat uns das gesagt, hat den Juden das gesagt. Jesus hat seiner Familie das wieder gesagt. So sollt ihr sein, so sollen wir sein, so sollen alle Menschen sein, die Gott vertrauen. Und das bringt mich zu der Frage, ist die Bergpredigt nicht eine innerjüdische Mission, eine Diskussion, eine innerjüdische Diskussion und nicht etwa, wie wir manchmal das lesen, eine Diskussion von dem christlichen Jesus gegen die Juden? Wenn man das überlegt, auch unter der Überschrift von Matthäus 1, Vers 1, dann ist das so klar. Es ist alles eine jüdische, innerjüdische Diskussion. Und Jesus liebt seine Familie. Er liebt seine Familie bis unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz sagt er bei Johannes 19, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Im Hinblick auf Maria und Johannes. Und Weihnachten zeigt uns, wo Gott Mensch wird. In einem jüdischen Stall. In einer Höhle in Judäa, in Bethlehem. Und von Israel lässt der Messias keinen Augenblick. Das heißt, der Gottesglaube, den Gottesglauben der Juden bringt Jesus in die ganze Welt. Das ist die Botschaft von Weihnachten.
der jüdische Gottesglaube soll die ganze Welt umfangen.